Willkommen zurück zu Planety Wii Sports Teil 2. Weiter geht's mit Bowling, dem Lieblingssport von Al Bundy, mit einem perfekten Spiel einer 300. Und schon sind wir auf der Bowlingbahn. Fangen wir mal an und schauen, ob wir das perfekte Spiel hinkriegen. Ziemlich langsamer Wurf. Ah, fallen 4 Pins nur um, ganz schlecht. Weiter geht's, neuer Versuch. Und gar kein getroffen, sehr gut. Sechs Pins, Mitte offen gelassen. Ziemlich langsam geworfen, aber er müsste genau die Mitte treffen. Und alle abwurmen. Jawohl. Super gesplittet, wie Bundy zu seinen besten Zeiten. Und Strike 1. Nice. Zwei Pins sind noch übrig. Und treffen wir auch nicht. Der Spare gelingt uns wenigstens noch. Die Kegelbahn bzw. Bowlingbahn randvoll. Und eine Pumpe, wie man zu Kegels Zeiten früher sagte. Und dafür ein Nice Bear, alle abgeräumt in einem Wurf. In der Wiederholung nochmal. Also das Spiel machen wir gar nicht nochmal, weil das können wir nicht auf uns sitzen lassen. So ein schlechtes Resultat. Na, es war weit davon entfernt, Al Bundys Rekord zu schlagen. Nochmal. Zwei und eins ist unser Rekord. Und den letzten abgeräumt. Und wieder bleibt einer nur stehen. Und wieder ein Spare von uns. Und der erste Strike für uns. Alle abgeräumt mit einem Wurf. Die Kugel passt zu unserem Pullover.
Und jetzt lassen wir wieder nach. Einen nur getroffen, ganz schwach. Und der geht auch ins Leere. Super. Dafür ein Strike, alles wieder gut gemacht. Nice throw. Und voll ans Mikro gehauen. Hilfe. Aber weiter geht's. Und wieder ein Strike mal. Nice Spare. Und ein schöner Spare zum Abschluss. 132, auch nicht die Welt, aber besser als letztes Mal. Kommen wir nun zum nächsten Spiel, und zwar Golf, der Altherrensport, schlechthin. Versuchen wir uns mal lieber als Neuling, und zwar spielen wir jetzt drei Löcher auf einem schönen Waldplatz. Mit einigen Bunker linksbündig liegend. Ein paar vier. Und auf geht's. Erstmal ein Probeschwung. Und dann ein richtiger Schwung. Mit dem Driver abgeschlagen. Landet mittig Fairway. Was wollen wir mehr? 144 Yards noch Entfernung. Und der Schlag mit einem mittleren Eisen erreicht das Grün nicht ganz. Leider nein. Noch 20 Yards entfernt zum Loch. Nun nehmen wir einen Wedge. Lieber nochmal einen Probeschwung. Und der war etwas zu weit. Ganz knapp vorbei. Leider nur das Bogey. Ein Überpaar also gespielt. Wir kommen beim zweiten Loch, ein Paar 3. Eins über liegen wir. Und kommt der Schlag aufs Grün? Nein, voll in den Bunker. Na super. Kriegen wir den Ball gut raus? Ah, sehr gut. Wie die Profis auf der PGA Tour. Dritter Schlag zum Paar. Und sauber eingelocht. Nice par. Wir kommen zum letzten Loch. Ein Paar 3. Ein Loch 3, Paar 5 natürlich. Das Grün wird von drei Bunkern gefährlich umgeben und ist somit schwierig anzuspielen.
Wer schon mal in echt Golf spielen war, der weiß, wie schwer der Sport ist. Und unser Ball landet auf dem Fairway gerade noch. Unser zweiter Schlag, auch mit einem Holz. Leider im Rough gelandet. Zu Deutsch hohes Gras natürlich. Jetzt versuchen wir uns das Grün zu nähern mit einem Eisen. Schön Flatschen aus dem Grün, aus dem Rough rausgehauen und unser Ball ist auf dem Grün. Die Birdie-Chance für uns. Nein, ausgelippt. Oh. Schade. Aber das Paar können wir noch retten. Jawohl, so ist es auch. Nice Paar. Ein über. Und unser Pro-Status ist weg. Versuchen wir es nochmal mit einem anderen Kurs. Zwar nehmen wir diesmal den Amateur-Dreiloch-Kurs. Mal sehen, was wir da rausreißen können. Rekord liegt bei minus 2, also 2 unter. Und ein paar mit paar 3 fangen wir an. Auf geht's. Der Schlag ist uns etwas misslungen und landet somit auch nur im höheren Grad bzw. Fairway. Um das Paar noch zu retten, brauchen wir einen guten Annäherungsschlag. Der war nicht schlecht, aber auch nicht gut. Noch gute 5 Meter zur Fahne. Und wir haben das Paar gesichert mit einem klasse Putt. Aus guten 5 Metern. Tiger Woods mäßig gelungen. Und wir liegen even par für den Tag. Schöner Schlag mit dem Driver. Schön in den Bunker getroffen. Aber alles ist noch drin. Wir nehmen einfach mal den Driver, egal. Hat nicht viel gewartet, aber wenigstens sind wir raus aus der Suppe. Dritter Schlag von uns landet auf dem Fairway wieder. Noch 24 Yards davon entfernt. Und ein schöner Annäherungsschlag. Noch 2 Meter und wir können wieder das Paar retten. Sehr schön gemacht. Nice Paar. Und jetzt müssen wir über ein Wasserhindernis schlagen. Gar nicht so einfach. Aber für uns wieder kein Problem hier. Mit der Fairway getroffen, was will man mehr? War kurz vorm Loch verhungert und wir sind im Bunker wieder.
Also geht's weiter mit unseren Sandkastenspielchen hier. Einigermaßen gut weggekommen. Nice off. Und super eingelocht, wie Tiger Woods wieder zu seinen besten Zeiten. Sieben Paar geblieben und somit haben wir wieder unseren Pro-Status als Golfprofi erreicht. Machen wir jetzt weiter mit dem nächsten Spiel und zwar Boxen. Mal schauen, was uns dort erwartet. Wie wäre es mit einer Pause? Nein, danke. Pausen machen nur müde. Weiter geht's hier. Und der Herausforderer mit blauer Hose und blauen Handschuhen, TT, gegen Hiroshi mit roten Handschuhen und lila Buchse an. Brille trägt er auch noch, sollte er vielleicht abnehmen, aber was soll's. Runde 1, Fight! Und da treffen wir ihn schon einmal. Ziemlich empfindlich. Schöne Kombination von uns. Und er ist unten. Das ging schnell. Aber bei 7 ist er wieder oben. Weiter geht's. War es das schon? Nein, er kommt wieder hoch bei 6. Jetzt machen wir ihn fertig. Und er ist wieder K.O. Kommt er nochmal hoch? Nein, das war's. Knockout in der ersten Runde. Sieh es nochmal in der Wiederholung. Voll an die Kinnspitze getroffen und er geht zu Boden. Die Brille hat ihm auch keine Durchsicht verschafft. Von Anfang an war er unter starker Bedrängnis und hatte keine Chance gegen unsere Hammerschläge. Und das Ganze machen wir nochmal. Mal schauen, ob wir wieder siegreich werden. Siegreich sein werden, genau. Diesmal gegen Daisuke. Hier fängt er noch ein bisschen rum mit unseren Schlagkombination hier. Und der Kampf geht los in der Wii Arena. Round 1. Fight.
Dieser Gegner ist ein bisschen stärker schon. Verlangt uns sehr viel ab schon. Und die erste Runde ist vorbei. Runde 2. Round 2. Jetzt haben wir ihn aber in der Bedrängnis. Und er liegt unten. Der Ringrichter zählt. Und bei 6 geht er wieder hoch. Und gerade noch bei 9 kommt er hoch. Und jetzt sind wir unten. Bei 4 kommen wir schon wieder hoch. Jetzt setzen wir eigentlich mal ein Ende. Down. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und das war's. Knockout in der zweiten Runde. Schön nochmal in der Wiederholung zu sehen. Wie die Schläge sitzen. Und der Sauerstoff war außen. Gehirn. Und dann konnte er sich nicht mehr auf den Füßen halten und hat verloren. Wieder sind wir siegreich gewesen. Und haben unseren Spielerniveau wieder gesteigert. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das waren alle Sportarten bei V-Sport. Nächstes Mal fangen wir an mit V-Sports Ressort. Wenn es euch gefallen hat, abonniert unseren Kanal, um keine weitere Folge zu verpassen. Vielen Dank nochmal fürs Zuschauen. Und man sieht sich. Bis dann.